Meine zwei Unterhosen und die zwei Paar Socken, natürlich in Schwarz, habe ich gestern Abend noch gewaschen. Dank Campingplatz stand dafür sogar warmes Wasser zur Verfügung. Und ich habe nach nunmehr 13 Zeltnächten das erste Mal eine Dusche zur Verfügung gehabt. Toll! Naja, es war eine Notlösung mit dem Campingplatz. Nochmal brauche ich das auf meiner Reise nicht. Bis nach Side sind es jetzt noch 1600 Kilometer, die ich in 3,5 Tage zurücklegen muss. Über die hier in der Karte rot markierte Strecke. Damit es nun vorangehen kann, bekommt mein Motorrad nun erstmal Frühstück. Gut 22 Liter hat sie sich reingepfiffen. Mit 50 Euro ist ihr Frühstück bedeutend teurer als meines. Und hier soll ich auch schon wieder eine Münze einwerfen. FMT 2022, Solo-Motorradreise über den Balkan in die Türkei. Oh je, jetzt fängt mein Abenteuerhirn mit dem Rest des Teils an zu diskutieren, ob dieser Luxus mit der Übernachtung auf dem Campingplatz notwendig war. Und überhaupt, was machen wir hier auf Asphalt? Um Streiterei zu vermeiden, drehe ich um und fahre erstmal eine Piste. Denn das macht das Abenteuerhirn glücklich. Da ich für die 1600 Kilometer noch häufiger auf Asphalt unterwegs sein werde, befürchtet das Abenteuerhirn, dass es in den kommenden 3,5 Tagen zu kurz kommt. Naja, dem Abenteuerhirn hat's gut getan. Planerisch war es weniger sinnvoll. Das Ganze entpuppte sich dann irgendwann als Sackgasse. Wahrscheinlich, weil ich mich in dem Wirrwarr der vielen verschiedenen Pisten, die sich hier kreuzen, verfahren habe. Jedenfalls musste ich irgendwann wieder umdrehen und bin dann auf der Straße weitergefahren. Hierbei treffe ich auf eine kleine, abgelegene, griechisch-orthodoxe Kirche, die mich für einen Moment lang zum Innehalten bewegt. Einen Moment der Ruhe. Inzwischen bin ich schon östlich von Kalkidiki unterwegs. Zügig geht es entlang der Ägäis-Küstenstraße, die mich allerdings wenig begeistert. Es ist weder abenteuerlich, noch bieten sich irgendwelche spektakulären Landschaftsansichten. Das ist eher eine Gegend für Leute, die Urlaub am Strand verbringen wollen. Hin und wieder nehme ich noch ein paar Pisten mit, die parallel zur Küstenstraße verlaufen. Aber das ist auch nur, damit man nichts verlernt. Und damit das Abenteuerhirn nicht gleich wieder Beschwerde einreicht.
Ja, und so sieht es hier aus, wo sich der Tourismus tummelt. Cafés, Beachbars, Tavernen, wohin man auch guckt. Nur gut, dass noch keine Hochsaison ist, sonst wäre hier wahrscheinlich deutlich mehr los. Es ist ziemlich warm. Kurz vor 14 Uhr treibt es mich dann auch in eine Beachbar. Ich starte mit meiner üblichen Getränkekombination Cola, Wasser, Kaffee. Dazu noch einen erfrischenden griechischen Salat. Das baut auf und dann kann es weitergehen. Ich bin ja gar kein Fan von solchen Touristenhochburgen, insbesondere wenn ich da auch noch mit Motorrad durch muss. Ein Wurmloch wäre jetzt nicht schlecht. Türkische Grenze, 39 Kilometer, hurra! Hallo? Thank you. Puh, da hätte nicht viel gefehlt und ich hätte meine ganze Fuhre dort abgelegt. Der Ölfleck war so heftig, selbst meine Schuhe sind auf den Boden weggerutscht. Über eine 2 Kilometer lange Brücke, die den Fluss Mariza überquert und von Fußgängern nicht benutzt werden darf, sondern nur von fahrenden Fahrzeugen, geht es nun zur türkischen Grenzabfertigung. Passport? No Passport. Ja, bitte. My friend waits for Passport. Okay. Where are you coming? Germany. Germany. Welcome. Thank you. Thank you. Dass das Cover meines Reisepasses in der Türkei ausreicht, das habe ich auch noch nicht gehabt. An dieser Grenze von Ipsala nach Kipi werde ich im Jahr 2023 noch ein ganz besonderes Erlebnis haben und sie am Ende mit einem griechischen Abschleppdienst verlassen. Eine Zollkontrolle entfällt ihr auch. Bei der Ausfahrt zeige ich noch einmal kurz meinen Reisepass, Stempel mit Fahrzeugeinfuhr rein und schon geht die Schranke hoch. Den kompletten Grenzübergang in 15 Minuten erledigt. Also so schnell hat es in der Türkei noch nie funktioniert. In den meisten Fällen wurde sogar ein Blick ins Gepäck geworfen. Insbesondere, weil ich aus Griechenland einreise, hätte ich damit hier auf jeden Fall gerechnet. Nicht, dass es bei den anderen mal kompliziert war, aber es war einfach mega zügig. Fast so, als wäre man im Schengen-Raum unterwegs. Der Spritpreis liegt hier inzwischen auch schon bei 1,30 Euro. Und wieder im Dunkeln unterwegs. Warum? Weil ich es mag und es nicht verboten ist, ich Licht am Motorrad habe und ich die Kanakale 1915 Brücke bei Nacht erleben möchte. Der Plan ist aufgegangen. Über diese Offroad-Strecke habe ich komplett den Überblick von der Brücke. Mein Plan ist aufgegangen. Von dieser Piste hier habe ich einen hervorragenden Blick auf die große Brücke. Sie sieht aus, als wäre sie schon zum Greifen nah, doch zwischen mir und der Brücke liegen noch 20 Kilometer Luftlinie. Es ist schon 22 Uhr vorbei. Ich erreiche Gelibolu, die letzte größere Hafenstadt vor der Brücke. Eine sehr hübsche Stadt. Auch von hier gibt es eine Fähre, die mich in den asiatischen Teil bringen könnte. Hier bin ich gerade am Fährhafen, aber das kommt heute für mich nicht in Frage. Warum heißt die Brücke, die mich gleich über die Dardanellen in den asiatischen Teil der Türkei bringt, eigentlich Kanakale 1915? Die Frage beantwortet uns gleich Wikipedia, während ich über die Brücke fahre. Symbolträchtig sind nicht nur der Name, sondern auch einige Abmaße dieser Brücke. Von der Küstenstraße hier unter der Brücke fährt man sage und schreibe
6 Kilometer über den Zubringer, bis man überhaupt erst an die Mautstelle der Brücke angelangt. Ohne Maut geht's auch hier nicht über die Dardanellen. Mit 3 Euro ist man dabei. Ich glaube, das ist deutlich teurer als die Fähre, aber gut, auf 1-2 Euro kommt's hier auch nicht an. Nachdem das Nummernschild notiert ist, die Maut mit Kreditkarte bezahlt wurde und die Quittung aus dem Drucker kommt, öffnet sich dann die Schranke. Ja, Quittung aufbewahren ist ja fürs Finanzamt. Der Brückenbau, welcher von Chinesen durchgeführt wurde, oder wird, muss man sagen, sie ist nämlich noch nicht komplett fertig, betrug nur 5 Jahre vom ersten Spatenstich bis zur Eröffnung im Jahre 2022. Das ist schon eine Wahnsinnsbauleistung. Kann man sich für Deutschland nicht vorstellen, dass eine solche Brücke in 5 Jahren erbaut wird. So, Vicky, dann kläre uns mal auf. Der Name der Brücke soll an die Schlacht von Gallipoli im Ersten Weltkrieg von 1915 erinnern, die in der Türkei nach der Provinz Kanakkale benannt wird. Die Höhe der Pylonen, 318 Meter, erinnert an den 18. März des gleichen Jahres, als ungefähr dort britische und französische Kriegsschiffe versenkt wurden. Die Stützweite von 2023 Metern nimmt auf die geplante 100-Jahr-Feier zur Gründung der modernen Türkei im Jahr 1923 Bezug. Danke, Vicky. Und mit einer Spannweite von 2023 Metern ist diese Brücke aktuell Weltrekordhalter. So, und jetzt geht's straightforward zu meinem Übernachtungsplatz, den ich mir in Gelibolu in der Karte ausgesucht habe. Mal sehen, ob das was wird. Sieht gut aus, aber ich bin nicht allein hier. Sinti und Roma haben diesen Platz schon für sich entdeckt. Das war mir aber egal in der Nacht, war ja Platz genug. Da Heiko nicht dabei ist, hat mich ja auch keiner davon abgehalten. Auch wenn es bei meinen Mitcampern immer mal wieder zwischen Daumen und Zeigefinger juckte, trinken wir gemeinsam einen Chai, wofür ich mich mit einem Zigarillo revanchiere. Im morgendlichen Sonnenschein bei angenehmer Temperatur gibt's erstmal eine kleine Stadtrundfahrt jetzt durch Kanakkale. Und ich hoffe mal, dass ich irgendwo eine Gelegenheit für ein kleines Frühstück finde. Hier vor mir befindet sich der Fährhafen von Kanakkale, eine recht beliebte Fähre für Motorradreisende. Die Überfahrt dauert nur 10 Minuten. Meine Auswahl fällt auf ein kleines Café hier direkt am Fährhafen. Mein Frühstück ist allerdings eher bescheiden. 2 Croissants und 3 Kaffee und dann geht's auch schon weiter durch die Stadt. Die Filmattrappe des Trojanischen Pferds kann man sich angucken, muss man aber nicht. Abseits des touristischen Stadtkerns gibt es Ecken, wo man reinfahren kann, aber dann doch das Gefühl bekommt, vielleicht ist es besser, wieder umzudrehen. Keine türkische Besonderheit, so etwas findet man in jeder Stadt, in jedem Land. Kanakkale lasse ich hinter mir, jetzt wird über die D550 erstmal ein bisschen Strecke gemacht und immer schön aufpassen, dass man in den EDS-Bereichen nicht geblitzt wird. Wenn man Blitzer vollständig ignoriert, kann es sein, dass man bei der Ausreise aus der Türkei eine kleine Rechnung präsentiert bekommt, die man sofort zu begleichen hat. Die große Straße habe ich jetzt erstmal verlassen und bin auf einer längeren Piste unterwegs. Das ist auch gut so, denn solche Pisten erzeugen Endorphine und Endorphine machen das Abenteuerhirn glücklich. Zudem hat diese Piste auch noch einen schönen Nutzen.
Es ist nämlich deutlich kürzer, hier durchzufahren, als hätte ich den Weg über die Straße genommen. Aber gut, es war ja auch so geplant. Und so wie es aussieht, geht der Plan auch auf. Während ich hier die Piste entlang fahre, mache ich mir gerade Gedanken darüber, wie der weitere Streckenverlauf bis nach Siede wohl aussehen wird. Hoffentlich ist das hier nicht schon das letzte Pistenhighlight. Schließlich muss ich übermorgen Mittag schon dort sein. Das wird eng. Bis Siede stehen nämlich noch ein paar Dinge auf meinem Programm. Da ist die Durchquerung zweier Naturparks, die Akropolis in Bergamon, Pamukkale und der Saldersee. Mal sehen, ob das alles noch unterzubringen ist. Oh, das sieht nach einer Wasserstelle aus. Hervorragend. Ein Plätzchen für eine Pause. Und ein Hocker hat mir auch noch einer dahingestellt. Na, perfekt. Das hat aber prima geklappt. Über Straße geht's jetzt zu einem kleinen Nationalpark und von dort soll es dann wieder über Piste weitergehen. Ein kleiner Stausee am Wegesrand, den schaue ich mir doch mal etwas genauer an. Sieht nach einem mega geilen Wildcamping-Spot aus. Aber ja, wieder mal viel zu früh. Um die Uhrzeit kann ich natürlich noch nicht mein Nachtlager aufschlagen. Wir haben es ja noch nicht mal Mittagszeit. Den kleinen Stausee ohne Namen merke ich mir. Für den Fall, dass ich irgendwann mal wieder hier in der Nähe bin und eine Übernachtungsstelle brauche. Ich komme durch kleine Dörfer, wo sich wohl eher selten ein Tourist hin verehrt. Dementsprechend sieht's auch schlecht mit Restaurants oder Cafés aus. Obwohl ich mir jetzt echt einen Kaffee wünschen würde. Das hätte mir jetzt gefallen, aber leider auch geschlossen. In diesem etwas größeren Ort habe ich dann Glück. Ich genieße es, zwischen den Einheimischen ganz entspannt einen türkischen Kaffee zu trinken. Und natürlich interessiert man sich für so einen alleinreisenden Motorradfahrer. Wie so häufig trifft man dann in diesen kleinen Orten auch auf jemanden, der Deutsch spricht. Und wenn er noch nicht da ist, dann wird er gerufen. So, da wären wir. In diesem kleinen Naturpark soll meine nächste Piste beginnen. Vorher muss ich aber noch ein kleines Eintrittsgeld bezahlen. Die Suche nach der Piste gestaltet sich irgendwie schwierig. Dort, wo sie abgehen sollte, habe ich nichts gefunden. Dort, wo eine lang geht, geht es in die falsche Richtung.
Aber ist ja echt schön hier. Da würde ich sagen, ich mache erstmal eine kleine Pause. Karte studieren und das herrliche Stückchen Natur hier genießen. Einen kleinen Imbiss hätte ich mir jetzt auch gerne gegönnt, aber ich habe nichts mehr zu beißen dabei. Nur noch Wasser. Kaffee habe ich mir heute Morgen auch nicht gekocht. Also sitze ich auf einer einsamen Bank und trinke mein Wasser. Nicht weit entfernt von mir sitzt noch eine Familie beim Picknick. Ich weiß nicht, ob ich wieder ziemlich verhungert aussehe, aber es dauert nicht lange. Da kommt eine der Frauen zu mir rüber, legt mir ein Fladenbrot hin mit etwas Ziegenkäse und dazu noch einen kleinen Becher mit Cola. Das ist die Türkei. Ich bedanke mich herzlich, weil ablehnen ist dann, glaube ich, auch ein Zeichen von Unfreundlichkeit. Den Pistenanfang hatte ich allerdings dann auch irgendwann gefunden. Leider konnte ich nicht darauf fahren. Dazu hätte ich mein Motorrad erstmal 10 Meter an der Felswand hochtragen müssen. Dumm gelaufen. Also geht's jetzt wieder 29 Kilometer zurück. Was mir immer wieder gefällt, wenn man in der Türkei im ländlichen Raum unterwegs ist, dass man immer wieder automatisch auf Pisten zum Fahren kommt. Das ist einfach herrlich und gibt immer so eine schöne kleine Abwechslung. Kleine Dörfer, die mit dem Tourismus überhaupt nichts anzufangen wissen, dann kleine Sträßchen wie der Piste, einfach herrlich. Super stressfreies Motorradfahren, kein anderer Verkehr. Einfach nur fahren, die Landschaft genießen, auch wenn sie nicht ganz so spektakulär erscheint. Dafür genieße ich die Abgeschiedenheit und Einsamkeit und bin froh, wenn ich hier ganz mit mir alleine bin. So, wenn ich das Ziegenrennen jetzt nicht beende, dann laufen sie wahrscheinlich noch vor mir her, bis ich wieder an die Ägäis komme. Wenn streckentechnisch auch heute nicht alles geklappt hat, in Summe war es bis hierhin echt ein geiler Fahrtag. Nur kleine Sträßchen, ab und zu immer mal wieder eine Piste, immer schön durchs türkische Hinterland. Jetzt bin ich aber wieder an der Küste und hier ist dann wieder der Strandtourismus angesagt. Deshalb geht's hier noch einmal in ein Café, ein bisschen erholen und anschließend etwas zügiger die Küstenstraße entlang ein paar Kilometer machen, bevor es dann wieder auf Piste geht bzw. über kleinere Straßen. Ach, ich könnte jetzt endlos weiterfahren. Diese Piste gefällt mir gerade richtig gut in der späten Nachmittagssonne. Und dann kommt mir in den Sinn, dass ich ja nur noch anderthalb Fahrtage habe, bevor ich dann eine achttägige Hotelpause einlege. Dass ich jetzt bald in einem Hotel schlafe, damit kann ich mich noch gar nicht anfreunden. Heute ist, glaube ich, mein 15. Fahrtag. Kommt mir noch gar nicht so lange vor. Es ist irgendwie so, als wenn ich mal gerade 3-4 Tage unterwegs bin. Ich habe nicht eine einzige Hotelübernachtung gehabt. Und so hätte es eigentlich auch gerne weitergehen können. Aber auf der anderen Seite, ich freue mich auch riesig auf meine Family, die ich dann treffe. Und dann ein bisschen planschen mit dem kleinen Enkelkind. Ist ja auch ganz schön. Aber irgendwie ist schon jetzt ein bisschen Wehmut da, weil die Reise jetzt in Kürze eine Unterbrechung bekommt. Wahrscheinlich habe ich mich gerade richtig in dieses Vagabundenleben eingelebt.
Klamotten sind dreckig und speckig. Man selber riecht auch nicht mehr so gut. Und wenn ich dann in Ziele vom Hotel wieder abreise, fange ich wieder bei Null an. Entwöhnung von umfangreichen Essensbuffets, frisch gewaschene und gut riechende Klamotten, rasiert und frisch geduscht. Das dauert dann ein bisschen, bis man wieder ins Vagabundenleben findet. Wobei, es geht ja meistens ganz schnell, dass man wieder stinkt. Aber eins weiß ich ganz genau, nach 8 Tagen Vollpension in einem Hotel sehne ich mich nach nichts mehr als der ersten Zeltnacht irgendwo in der Wildnis. Mein nächstes und letztes Ziel für heute ist Bergama. Dort gibt es auf einem Hügel eine Ruinenstätte der Griechen mit einer Akropolis, Amphitheater und so weiter. Bis dahin sind es noch gut 20 Kilometer zu fahren und es ist inzwischen schon 18 Uhr. Naja, wird schon ganz schön spät. Diese 20 Kilometer führen durch einen traumhaften Wald. Dazwischen liegen riesige Steinbrocken. Die Bäume sind von unten abrasiert, vermutlich um sie gegen Brände zu schützen. Insgesamt ist die Region hier äußerst dünn besiedelt. Hin und wieder kommt mal ein kleines Örtchen. Man lebt hier von Forstwirtschaft und Granitabbau und von einfachster Landwirtschaft, wie wir gleich noch sehen werden. Hier wird Feldarbeit von Hand verrichtet, aber ich habe es in der Türkei auch schon schlimmer gesehen. Da wurden die Felder noch mit Ochsen bestellt. Hier ist immerhin schon der ein oder andere Traktor unterwegs. Sicherlich auch eine Besonderheit der Türkei. Da hat man die modernsten Metropolen auf der einen Seite und wenige Kilometer außerhalb altertümliches Leben mit Landwirtschaft, wie sie bei uns vor 100 Jahren ausgeübt wurde. Ich bin in Bergama, mein letztes Ziel für heute. Eben konnte man schon den Hügel sehen, da oben drauf auch kleine Reste der griechischen Hinterlassenschaften. Und jetzt will ich mal gucken, wie ich da oben hochkomme. Anstelle nach einer Beschilderung zu suchen, versuche ich es mal auf den direkten Weg, der immer schön steil nach oben führt. Das muss doch gehen. Fuck, eine Sackgasse. Uiuiui, das wird jetzt heikel. Das Wenden ist hier nicht so einfach. Es ist mega steil. Dazu verläuft hier in der Mitte der Straße auch noch so eine Wasserrinne. Da kann ein schnell das Bein zu kurz werden. Und ich habe nicht sehr viele Rangiermöglichkeiten, weil ich irgendwann das Motorrad nicht mehr zurückschieben kann, weil ich es dann rückwärts bergauf schieben müsste. So, das war jetzt das letzte mögliche Rangiermanöver. Jetzt muss ich um die Ecke kommen. Das geht rechts richtig steil runter. Also hier ist es knapp davor, dass ich mein Motorrad hinlege. Und ich habe Angst, dass ich jetzt noch mit dem Koffer dort an die Ecke komme. Aber ich habe es gerade so hingekriegt. Solche Sachen müssen natürlich immer spät am Abend, wenn der Fahrtag beendet wird, passieren. Dann will ich jetzt mal der Beschilderung folgen. Vielleicht klappt es dann besser. Hier rechts, das scheinen auch noch Überbleibsel der griechischen Architektur zu sein.
Ansonsten ist das Dörfchen hier leicht touristisch angehaucht, aber dadurch, dass kaum Touristen da sind, stört es mich jetzt mal gerade nicht so. So, hier geht's jetzt hinauf zur Akropolis. Da steht's, Akropolis. Und wenn man es weiterliest, dann steht da auch, dass es ab 18.30 Uhr geschlossen ist. Na toll. Da bleibt mir nichts anderes über, als noch kurz den Ausblick von hier oben über den Dächern von Bergama zu genießen. Und dann heißt es jetzt noch ein paar Kilometer schrubben und den Schlafplatz suchen. Nein, die Hunde sind nicht tot, sie liegen da nur und schlafen. Und das ist mir lieber, als wenn sie sich mit mir hätten beschäftigen wollen. Von Bergama aus bin ich jetzt noch 89 Kilometer gefahren und habe mich jetzt für einen Platz entschieden. Eine Wiese direkt an einem Weinfeld, dicht an dieser Straße, sodass ich morgen früh wieder zügig loskomme. Wie es richtig aussehen wird, werde ich erst morgen früh erkennen, weil ihr seht, es ist schon wieder dunkel. Ach Mensch, ist doch ganz nett hier. Nebenan die Weinreben, die Straße nicht weit entfernt, die nächste Tankstelle mit Frühstücksmöglichkeit, ungefähr 100 Meter von hier. Tja, alles gut. Kaum unterwegs, wartet auch schon die erste einfache Schotterpiste auf mich. Die hier an einem Bewässerungskanal entlang führt. Als Abkürzung zu meinem nächsten Ziel, Pamukkale, ist sie auch noch zweckdienlich. Da sieht man schon die Kalkablagerungen, die den Ort Pamukkale bekannt gemacht haben. Oberhalb davon liegt eine Ruinenstätte, Hierapolis, einst eine imposante griechische Stadt aus der Antike. Ganz schick anzuschauen von hier unten. Aber ich will mir das Ganze natürlich auch aus der Nähe von oben angucken. Mal sehen, wie ich da hinkomme. Pamukkale selbst, hier am Fuße des Hügels, ist nur eine kleine überschaubare Ortschaft, welche vom Tourismus zu leben scheint. Ich folge mal den Hinweisschildern, um der Attraktion etwas näher zu kommen. Ach du dickes Ei, was ist denn hier los? Am liebsten würde ich jetzt schon wieder wegfahren. Wie viele Busse hier stehen, irre. Naja, jetzt bin ich hier, dann schaue ich mir das Ganze natürlich auch an. Nachdem ich 185 Lire, ca. 12 Euro Eintritt gezahlt habe,
mache ich mich in der Mittagshitze auf, um das Gelände zu erkunden. Sehr schön, aber durch den Massentourismus hält sich meine Freude in Grenzen. Dabei erinnere ich mich gerade an ein Foto von einem guten alten Freund, Uli Tolknet, leider inzwischen verstorben, der hier vor circa 35 Jahren mit dem Motorrad Pamukkale besucht hat. Er war dort ganz alleine, da gab es auch noch keinen Eintritt und es war auch noch kein Touristenmagnet. Schnell einen Haufen Fotos machen und nach rund 2 Stunden rumgelaufen, sehe ich zu, dass ich hier wieder wegkomme. Von dieser anstrengenden Besichtigungstour muss ich mich jetzt erstmal ein bisschen erholen. So, 18 türkische Lira Maut. Da kommt dieser Naturpark genau richtig. Ah, das ist wieder so ein typisch türkischer Picknickpark. Hier ist am Wochenende bestimmt der Bär los. Das lieben die Türken, in die Natur zu fahren und dort zu grillen. Und hier gibt es tausende kleine Hütten, welche mit einem Grillofen ausgestattet sind, sodass man hier einen schönen Nachmittag mit der Familie verbringen kann. Hier suche ich mir jetzt mal ein schattiges Plätzchen. Ganz schön schwer, sich hier zu entscheiden. Aber das hier nehme ich jetzt. Ob es erlaubt ist, weiß ich nicht, aber gemacht habe ich es schon, in solchen Parks einfach zu übernachten. Da hat sich nie jemand dran gestört. Nach Käffchen und kurzem Powernapping geht's dann aber auch schon wieder weiter. Eigentlich wäre ich jetzt hier noch gerne einen Gipfel hochgefahren, bis auf über 2500 Meter. Aber das klappt mal wieder nicht. Also geht's jetzt wieder raus aus dem Park und dann zu meiner nächsten Tagesattraktion, dem Saldersee, welcher ungefähr noch 70 Kilometer von hier entfernt ist. Da rechts kann ich den See schon aus der Ferne erkennen mit seinen weiß leuchtenden Stränden. Wegen der weißen Strände und des blau leuchtenden Wassers wird der See auch Malediven der Türkei genannt. Optisch sieht das doch schon mal sehr vielversprechend aus. Und hier gibt es einen Weg, der scheinbar zum Strand führt. Das probiere ich doch gleich mal aus. Ja, das scheint zu klappen. Ob ich hier langfahren darf, keine Ahnung. Hier rechts ist ein Zaun, da komme ich nicht rein. Aber da will ich auch gar nicht hin. Ich will ja an den Strand. Und hier geht auch eine Spur lang. Schilder habe ich keine gesehen. In Deutschland würde ich dafür wahrscheinlich ins Gefängnis wandern. Sehr schön, das gefällt mir. Außerdem sind hier keine Touristen. Ich bin hier völlig allein. Na gut, also ein Tourist ist hier, das bin ich.
sieht das stark aus. Ich glaube, wenn ich hier nochmal hinkomme, mache ich hier einen Campingspot auf. Total klasse. Und ich habe noch keine Ahnung, warum dieser Strand so leuchtend weiß ist. Und dieses Weiß zieht sich wirklich rund um den See. Als Deutscher denkt man ja bei dem Namen Saldersee sofort an Salz. Nach einer Geschmacksprobe stelle ich jedoch fest, dass es kein bisschen salzig schmeckt. Es ist einfach leuchtend weißer, feiner Kies. Und warum dieser Kies so weiß ist und es rundum so aussieht, erkläre ich gleich noch. Jetzt muss ich erstmal hier raus, denn das Fahren auf den Kiesflächen entpuppt sich stellenweise als äußerst kritisch. Es gibt hier viele Stellen, da gibt es oben eine feste Kruste und darunter ist es nass oder weich oder zum Teil auch hohl. Wenn ich da irgendwo einsacke, komme ich alleine nur schwer wieder raus. Also besser keinen Blödsinn machen. Es ist außerdem schon 16 Uhr vorbei und ich habe keine Lust, am Ende eines Fahrtages das Motorrad ausbuddeln zu müssen. Ein paar Meter weiter gibt es dann noch einen offiziellen Strand hier am Saldersee. Mit Sitzgelegenheiten, Tischen, wie es halt so üblich ist in der Türkei. Bei einem fantastischen Ausblick über den einzigartigen See lässt es sich hier im Schatten hervorragend aushalten. Mit 184 Meter Tiefe ist dieser See sogar der zweittiefste See der Türkei. Und jetzt die Lösung, warum der Kies so weiß ist und das Wasser so blau. Es liegt an dem hohen Magnesiumgehalt im See. Und der Kies wird durch Mineralienablagerung weiß eingefärbt. Und da sind wir auch schon wieder bei einer Superlative. Angeblich hat dieser See so viele Mineralien wie kein anderer See auf der Erde. Eine spätere Recherche hat ergeben, dass die Idee mit dem Camping am Saldersee vielleicht doch nicht so gut ist. Hinsichtlich Picknick und Camping gibt es größere Restriktionen an diesem See. Also das nur noch so als Hinweis. Die Sonne steht schon wieder etwas tiefer und ich nutze die Gelegenheit, an einer Quelle meine Wasservorräte aufzufüllen. Damit bin ich dann für die Übernachtung im Freien vorbereitet. Das Wasser muss natürlich geprüft werden. Zunächst erfolgt die optische Prüfung. Als nächstes wird eine Geruchsprobe genommen. Dann erfolgt die Beurteilung des Geschmacks. Nach diesem ausgeklügelten Prüfverfahren wird das Wasser für gut befunden. Wenn sich die Gelegenheit bietet, am besten auch gleich den Einkauf erledigen. Frische Eier, etwas Thunfisch und Brot. Mal gucken, was ich daraus heute Abend mache. Bis nach Side sind es jetzt noch 380 Kilometer über meinen geplanten Trek. Morgen gegen Mittag möchte ich dort sein. Dann bin ich kurz vor Ankunft meiner Family da. Das wird knapp. Eventuell muss ich mich morgen von der ein oder anderen Piste verabschieden, damit ich pünktlich ankomme. Hier links von mir auch ein schöner See, der Burdo-See.
Obwohl ich eigentlich genau weiß, dass ich jetzt mein Zelt noch nicht aufbauen werde, fahre ich hier runter an diesen See, um mich nach einem potenziellen Campingplatz umzuschauen. Und tatsächlich ein völlig einsamer Strand. Zelt könnte man hier ohne weiteres hinsetzen. Verstecktes Camping ist es nicht gerade, man ist von der Ferne aus hier durchaus erkennbar, aber das ist in der Türkei eigentlich gar nicht so problematisch. Mir würde es jedenfalls nichts ausmachen. Ja, eigentlich schade. Man hätte hier gut übernachten können, aber ich muss einfach noch ein paar Kilometer machen. Also heißt es umdrehen am Strand. Und dämlicher, wie ich es hier jetzt anstelle, hätte man es echt nicht machen können. Ich fahre direkt in einen weichen Haufen Sand und mache dabei alles falsch, was man nur falsch machen kann zu später Stunde. Hätte ich ordentlich beherzt Gas gegeben, wäre ich wahrscheinlich über den Sandhaufen drüber gekommen. Und so kommt, was kommen musste. Jetzt wäre es gar nicht so schlecht, wenn es nicht so einsam wäre hier am Strand. Schön scheiße. So, viel Spaß und amüsiert euch gut. Ein tiefes Profil ist super geil, aber in diesem Fall gräbt sich das Motorrad mit zwei Radumdrehungen sofort ein, wenn es sich nicht von der Stelle bewegt. Es bleibt mir nichts anderes über, als das Motorrad ohne Koffer auf die Seite zu schmeißen. Dann fülle ich das Loch aus, was der Hinterreifen gegraben hat, und dann steht das Motorrad wieder auf dem Sand. So kriege ich das Motorrad nicht hoch, weil die Füße wegrutschen im Sand. Also umdrehen. Und jetzt sollte es klappen, dass ich es dort wieder rausbekomme. Bevor ich jetzt riskiere, dass sich das Hinterrad wieder einbuddelt, gehe ich lieber auf Nummer sicher. Um von der Stelle zu kommen, denke ich mir so, es ist besser, wenn ich das Vorderrad noch ein bisschen freigrabe. Das hat jetzt gar nicht mal so lange gedauert, aber es war eine schweißtreibende Arbeit, das kann ich euch sagen. Oh Mann, und das zum Feierabend. Puh. So, für heute reicht's. Ich fahre jetzt noch rund 60 Kilometer auf gut asphaltierter Strecke. Was anderes möchte ich jetzt auch gar nicht mehr haben, bevor ich dann in der Dunkelheit mein Camp aufschlage. Und zum Abendbrot gibt es Fladenbrot mit gekochten Eiern und Thunfisch. Ja, schmeckt ganz lecker.
Naja, so schlecht ist der Campingplatz nicht. Allerdings rundherum sieht es aus, als hätte ich in der Dunkelheit eine Baustelle erwischt. Hinter mir ist noch ein rauschender Fluss, aber im Großen und Ganzen sieht es echt nach Baustelle aus. Egal, das hat mich heute Nacht nicht gestört, ich bin ausgeschlafen. Und jetzt geht's auf die letzten Kilometer nach Siede. Wenn ich jetzt auf dieser gut ausgebauten D-Straße bleibe, dann dürfte ich mit Wurmloch-Unterstützung die letzten 150 Kilometer locker am Vormittag schaffen. Wenn alle bei Rot über die Ampel fahren, fahre ich auch bei Rot über die Ampel. Das nenne ich dann mal angepasstes Fahren. Da das Motorrad jetzt 6 Tage Pause hat, bekommt es auch eine ordentliche Wäsche. Hat sie sich verdient. Hallo. I booked that hotel. It's lower. Yes. Yeah. Thank you. Hello. Hello. I have booked the hotel. Yeah. Okay. I park in the front. Okay. Thank you. Ich denke, so ganz oft kommt hier auch kein Motorradfahrer in ein All-Inclusive Pauschalreisehotel angefahren. Pünktlich komme ich im IZ Flower Beach Hotel an. Aber dann folgt das Desaster. Ist doch auch ein schönes Bild. Meine Familie steht noch in Hannover am Flughafen. Der Flug wurde gestrichen. Wie sich das Ganze jetzt entwickelt, das erzähle ich euch beim nächsten Mal, wenn ich mich auf meine abenteuerliche Rückreise begebe. Bis dahin, macht es gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.